rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Vom 27. Juli bis zum 6. August fand im südtaiwanischen Tainan die Baseball-Weltmeisterschaft für Spieler unter 12 Jahren statt. Dabei war auch die deutsche U12-Mannschaft der amtierende U12-Europameister. Nach 8 Spielen, unter anderem gegen die Spitzenteams aus Taiwan und Japan, belegte das deutsche Team mit 3 Siegen insgesamt den 9. Platz unter 12 Mannschaften. Aus Termingründen war es mir nicht möglich gewesen, die Mannschaft in Tainan zu treffen, doch glücklicherweise machte die Mannschaft am Montag nach dem Turnier noch einen kurzen Stopp beim Taipei 101, bevor es auf den Heimflug ging. Das gab mir nicht nur die Möglichkeit, Fotos mit dem Team zu machen, sondern auch ein Interview mit dem Delegationsleiter Alper Boskurt durchzuführen. Alper Boskurt, selbst ein ehemaliger Profispieler und jemand, der Baseball lebt, hatte sich zu einem Gespräch während des Besuches des 101 bereit erklärt und so nahmen wir vor dem Südeingang des Taipei 101 bei strahlendem Sonnenschein Platz und Alper Boskurt stellte sich zunächst einmal vor. Mein Name ist Alper Boskurt, ich bin der Delegationsleiter von der U12-Nationalmannschaft hier vor Ort. Ich bin studierter Sport- und Publizistikwissenschaftler und bin in Paderborn sesshaft. Ja, Sie waren jetzt hier bei der U12-Weltmeisterschaft mit der deutschen U12-Mannschaft. Wenn man kurz erwähnt, die sind auch dieses Jahr Europameister geworden. Und das waren Sie hier bei der WM, hier in südtaiwanischen Tainan. Und wie waren denn Ihre Eindrücke von der WM hier, also zum Beispiel in Sachen Organisation, Publikum und so weiter? Also es ist erstaunlich zu sehen, wie so eine große Veranstaltung so abgewickelt werden kann. Es war sehr, sehr beeindruckend, wie gut es organisiert war. Das gab überhaupt keine Fehler bei der Organisation und man hat auch den Taifun, der uns ja am Anfang reingegrätscht hat, hat man fast in den Griff bekommen, möchte ich sagen. Ja, also wir haben unseren freien Tag opfern müssen, aber wir mussten an keinem Tag doppelt spielen. Das war sehr, sehr beeindruckend, wie die das hier machen. Wir waren ja 2017 auch schon mal hier bei der Weltmeisterschaft und da war es genauso. Wir sind es gewohnt von den Taiwanern, dass sie sehr gut organisiert sind und Logistik auch sehr gut beherrschen. Ja. Die Mannschaft hat jetzt, glaube ich, den 9. Platz errungen. Wie beurteilen Sie das Abschneiden Ihrer Mannschaft? Also wir hatten natürlich ein Minimalziel, als wir hergekommen sind und vor allen Dingen basierend auf der Erfahrung von 2017 wissen wir auch um unsere Stärken und Schwächen und wir wissen auch um Gegner, mit denen wir gut matchen und Leute, wo wir Mannschaften, wo wir einfach wissen, das ist noch ein bisschen zu weit weg. Deswegen der 9. Platz ist der Platz, den wir uns gewünscht hätten vor der Anreise. Minimalziel war, ein Spiel zu gewinnen, weil man kennt ja dann doch nicht die anderen Nationen aus Ozeanien. Wir konnten eigentlich nur Maß nehmen bei den Tschechen, die wir auf der Europameisterschaft geschlagen haben. Ja. Das heißt, das war das Minimalziel, dass wir dann aber auch noch weitere Spiele gewinnen würden. Das war so ein Bonus für uns. Aber als wir dann die anderen Spielen sehen, haben wir gesagt, okay, Neuseeland ist auch in Reichweite. Und selbst am Schluss Panama haben wir gesagt, das muss nicht abgeschrieben werden. Wo liegen denn die Unterschiede zu Weltklasse-Mannschaften wie Japan, USA oder auch Taiwan? Also an drei Faktoren kann man das ganz gut festmachen. Der wichtigste ist wahrscheinlich die Größe der Baseball-Population im Land. Die Amerikaner beispielsweise haben 15,6 Millionen Spieler unter Baseball USA, das ist der Fachverband. Deutschland hat 25.000. Ja, also es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ein weiterer Faktor ist, wenn man sich die Nationalmannschaften anguckt, sind sehr, sehr viele Spieler genau am Stichtag, also sehr nah am Stichtag geboren und damit teilweise älter als unsere Spieler. Okay. Die Japaner zum Beispiel haben, glaube ich, 14 oder 16 Spieler, die Januar, Februar, März 2011 geboren sind. Damit haben sie einfach einen Effekt dadurch, dass sie älter sind. Und der dritte Faktor ist, und das sieht man dann bei den Amerikanern sehr, sehr deutlich, ist die Frühreife einiger Athleten in diesem Alter. Man hat 12-Jährige, die einfach schon sehr, sehr fortgeschritten sind, die als 15-, 16-, 17-Jährige durchgehen würden. Ich bin einmal an den Japanern vorbeigelaufen, die waren alle so groß wie ich. Ich bin 1,75 Meter. Ja. Und dieser Amerikaner, der gestern zum Beispiel den Grand Slam im Finale geschlagen hat, der hat den weit über 120 Meter weit geschlagen. Der ist 1,80 Meter groß und wiegt 104 Kilo. Er ist 11 Jahre alt. Und das ist so der dritte Faktor. Ja. Und da merkt man schon, da fehlt uns was. Das heißt, das Erste, was wir in Deutschland in Angriff nehmen müssen, was wir auch schon tun seit Jahren, ist, unsere Population einfach zu steigern. Und die anderen beiden Effekte treten dann von ganz alleine in den Hintergrund. Und meinen Sie, die Mannschaft und die Spieler haben etwas von diesem Turnier mitgenommen? Für ihre eigene Entwicklung zum Beispiel und so?
Ja, da bin ich mir sehr sicher. Also die Spieler sind natürlich noch fasziniert und müssen die Eindrücke sortieren. Aber alleine 8 Tage hintereinander Baseball zu spielen, das ist eher was wie im Profi-Baseball. Deswegen hätten die Kinder, wenn der Taifun nicht gewesen wäre, auch einen Tag Pause gehabt. Und das haben die sehr, sehr gut weggesteckt. Also wir haben viel mehr damit gerechnet, dass wir Verletzte hätten, Leute, die krank werden oder einfach aus Erschöpfungsgründen nicht weiterspielen können. Das ist nicht eingetroffen. Wir haben ja die Spiele 1, 6 und 7 gewonnen. Also wir haben auch nicht irgendwie am Anfang Kraft gehabt und am Ende raus nicht. Das ist natürlich eine große Erfahrung, jeden Tag zu spielen, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier-Gefühl zu haben, weil wir hatten ja auch noch Glück, alle unsere Spiele waren am Abend bis auf eins, das war am Nachmittag. Ja. Und in der Nachmittagssonne will man hier eigentlich nicht spielen, wenn man aus Europa kommt, weil es dann doch sehr feucht und sehr, sehr heiß ist. Ja. Die deutsche Mannschaft hat ja in Tainan gespielt, also in Südtaiwan. Hatten Sie die Chance, sich dort ein wenig umzusehen oder auch sonst in Taiwan? In Taiwan selbst, wir waren jetzt nur am Flughafen in Taipei und gucken jetzt heute nochmal, dass wir Taipei 101 mitnehmen, den Tower hier. Und ansonsten in Tainan waren wir in einem kulinarischen Distrikt. Also wir hatten sehr, sehr viel Gastronomie um uns herum. Unsere Spieler haben sich da nicht wirklich für interessiert. Wir Trainer sind aber dann in die Seitengassen gegangen, haben unseren Übersetzer mitgenommen, weil es ist ja jetzt keine Tourismushochburg. Das heißt, es wird relativ wenig Englisch gesprochen. Und das Essen war faszinierend. Es war toll. Wir haben sehr viele verschiedene Sachen gegessen. Auch zu sehen, wie man sich im Kaffeegeschäft dort wiederfindet, da wirkt es schon fast japanisch in der Vorgehensweise, ähnlich wie eine Teezeremonie. Sehr viel Präzision ist am Spiel. Uns hat es sehr gut gefallen. Leider konnten wir uns nicht mehr anschauen. Ja, Zeit war knapp und dann kam ja auch noch der Taifun dazwischen. Wie würden Sie den Baseball in Deutschland derzeit einschätzen? Und gab es etwas, was man für die Entwicklung des Baseballs in Deutschland aus einem Baseballland wie Taiwan mitnehmen konnte? Ja, grundsätzlich ist ja zu sagen, dass Baseball hier erstmal Nationalsport ist, Volkssport ist und gleichzeitig auch in der Schule stattfindet. In Deutschland ist es ja so, dass wir durch das Vereinswesen den Sport von der Schule lösen. Dort findet nur Sportunterricht statt und damit haben wir einen strukturellen Unterschied. Wir sehen es ja in Ländern wie Japan, wie Taiwan, wie den USA, wo diese Spiele, also die Sportspiele in Teamstruktur auch über die Schule abgewickelt werden, ist es natürlich viel einfacher, Kinder für den Sport zu begeistern. Wir haben so eine Überwindung, die die Eltern auch haben, die sie überwinden müssen, bevor sie ihre Kinder dann zu einer Sportart bringen. Und mit Baseball sind wir dann natürlich ein bisschen am Rand. Es gibt in Deutschland einige Hochburgen. Ja. Da funktioniert es sehr, sehr gut. Ne? Und wir haben auch eine semi-professionelle Liga mit der ersten Bundesliga und insgesamt einfach nicht genug Spieler im Moment, ne? Um flächendeckend agieren zu können. Und wie würden Sie Ihren Aufenthalt in Taiwan insgesamt zusammenfassen? Gibt es etwas besonders Positives oder etwas Negatives, das Sie erwähnen möchten? Also grundsätzlich kann ich nur Positives berichten. Ich fange einmal mit der einen negativen Sache an. Es ist uns natürlich viel zu heiß hier und es ist viel zu schwül. Aber das sind ja Dinge, daran kann man sich gewöhnen und da macht man ja Land und Leute niemals verantwortlich für. Aber ansonsten sind wir sehr gastfreundlich empfangen worden, von Anfang an. Also die Leute sind auf uns zugekommen, auch am Stadion. Wildfremde Menschen, die gesehen haben, hey, da kommt die Baseballmannschaft von Deutschland. Da kamen Taiwanesen, wollten mit uns irgendwie sprechen, Fotos machen mit den Kindern. Und auch in der Innenstadt. Also die Leute kamen auf uns zu, wollten wissen, wer wir sind. Und wir haben zu jedem Zeitpunkt den Eindruck gehabt, wir sind hier sehr, sehr willkommen. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Gut, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich und dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimflug und ja, dass es mit der Baseballentwicklung in Deutschland weiter aufwärts geht und vielleicht sieht man sich in Taiwan ja mal wieder. Ja, hoffentlich. Vielen Dank. Soweit Alper Botzkurt, Delegationsleiter der deutschen U12 Baseball-Nationalmannschaft, die in der vergangenen Woche im südtaiwanischen Tainan an der Baseball-Weltmeisterschaft teilnahm. Um das Ganze abzurunden, noch ein paar Informationen zu dieser Weltmeisterschaft. Insgesamt nahmen 12 Teams daran teil. Australien, Deutschland, die Dominikanische Republik, Japan, Mexiko, Neuseeland, Panama, Südkorea, die Tschechische Republik, Taiwan, Venezuela und die USA. Weltmeister wurden dieses Jahr zum 5. Mal übrigens die USA, die im Finale die taiwanische Mannschaft mit 10-4 besiegten. Die Bronzemedaille gewann das Team aus Venezuela, das Japan knapp mit 9-8 besiegte. Soweit von der 7. U12 Baseball-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr im südtaiwanischen Tainan stattfand, und zwar mit deutscher Beteiligung. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.